Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Russisch Roulette Box von Haftbefehl. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Russisch Roulette von Haftbefehl, das Ganze im Jahr 2014 erschienen. Es ist eine reguläre Clubbox in Schwarz. Hier oben lesen wir Haftbefehl Russisch Roulette, darunter eine Hand und zwischen Zeigefinger und Daumen eine Patrone. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Unterseite blankschwarz, rechte Seite ebenfalls blankschwarz, Oberseite genauso und auf der Rückenseite lesen wir dann Haftbefehl, darunter Babo Box und die Rückseite ebenfalls blankschwarz und hier unten dann noch Credits und Barcode. Gut, wir haben hier auf der Seite einen Aufkleber, so mehr oder weniger wie ein Siegel. Ist meiner Meinung nach dem Umstand geschuldet, dass die Box relativ vollgepackt ist. Und damit das Ganze dann nicht hier schon im Vorhinein aufgeht, hat man hier so einen Sticker gemacht. Jawohl. Und dann schauen wir mal hinein. Also wir haben hier einmal ein T-Shirt, die Instrumentals, das Album an sich, einen Schal, Sticker, also drei Sticker an der Zahl und ein Poster. Gut, die Box von innen glatt weiß, packen wir mal weg. Bevor wir mit dem Album starten, würde ich sagen, machen wir mal das Ganze aus dem Plastik, was sich aktuell noch im Plastik befindet. Und zwar einmal das T-Shirt, wobei da brauchen wir noch das Messer nicht. Ich glaube, wir kommen generell ohne Messer aus, denn hier haben wir natürlich das Ganze leicht zu öffnen. Und auch bei dem Album sehen wir hier, da ist extra zum Aufreißen hier eine Lasche. Aber bevor wir das Plastik wegmachen, lesen wir hier noch kurz, was hier drauf steht. Deluxe CD inklusive Remix CD featuring, ja, okay, gut, also diversen Features hier aufgeführt, sehen wir ihn auch auf der Tracklist, nehme ich an. So, schwerer als erwartet. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Haftbefehl Russisch Roulette Deluxe lesen wir darunter. Also auch hier wieder die Hand mit der Patrone. Allerdings haben wir hier noch Haftbefehl mit dicker Halskette und bösem Blick abgebildet. Normales Jewel Case. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, diese in dem Fall in zwei Teile unterteilt. Warum? Wir haben einmal das Album an sich und dann haben wir diese Bonus-CD mit dem Remix-Album. Das Album an sich hat nur zwei Features, nämlich einmal Miss Platinum und einmal Caris aus Frankreich. Von diesen Tracks, 14 Stück sind es, sind meine Favoriten einmal der Track Nummer 3, Lass die Affen aus dem Zoo, und dann Track Nummer 9, Schmeiß den Gasherd an. Beide Solo-Tracks von Haft. Und dann haben wir natürlich noch das Remix-Album. Hier haben wir jede Menge Features, also ich glaube auf jedem Track. Unter anderem Capo, Hannibal, KIZ, Semi Deluxe, Sido, Materia, Olexesh, Echo Fresh, Millionaire, Hannibal, Chata, Vesel, Cello, nochmal Miss Platinum, Millionaire, Motrip, Abdi, Bowser. Also ihr seht schon jede Menge Features. Und wir haben hier 15 Tracks, oben nur 14. Und das Spannende ist, wir haben auf der Remix-CD haben wir einen Track nicht drauf, der auf der Standard-CD drauf ist, nämlich der Track Nummer 12,
Haram Para featuring Caris. Der ist hier nicht berücksichtigt. Dafür haben wir zwei neue Tracks, also zwei Bonus-Tracks. Und zwar einmal Ich dreh noch durch und einmal Mein Hidden Gangs. Gut, auf der Seite lesen wir hier ebenfalls, was lesen wir hier? Russisch Roulette. Moment, so, jetzt aber. Also Haftbefehl Russisch Roulette. So sieht das Ganze dann von innen aus. Booklet, das Cover kennen wir. Das Ganze in schwarz-weiß gehalten. Fotografien. Und dann haben wir hier die Tracklist inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer den Beat produziert hat, etc. Ich danke meinen Brüdern und Schwestern, die mich seit Tag 1 unterstützen. Weitere Tracks inklusive der Infos. Und dann haben wir hier eine Digitalwaage und hier dürfte wohl Gras verpackt werden. Chabos. Ja, eventuell als Fendi-Cover verwendbar. Ich werde es jetzt bei diesem hier belassen. Die CD sieht so aus, in schwarz und ja, so silber-gold gehalten. Spiegelt auf jeden Fall sehr stark. Das gefällt mir richtig gut, dass die CD nicht so standard-silber ist, sondern auch hier so gold. Sieht schön aus. Und dann haben wir noch auf der Rückseite das zweite Album, also das Remix-Album Russisch Roulette CD Remix. Gut. Als zusätzlichen Tonträger haben wir dann noch das hier, Haftbefehl Russisch Roulette Instrumentals. Also hier vom Standardalbum von 14 Tracks. Hier die Features drauf, die Instrumentals drauf natürlich. So sieht die CD aus, so wie die Standard-CD, nur halt hier in weiß und nicht in schwarz. Das Ganze in klassischem Silber gehalten, Haftbefehl und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir noch drei Sticker, einmal diesen hier, rechteckig im Querformat, Haftbefehl, weiß und schwarz. Dann ein Revolver mit Trommel, eine von 6 Kammern befüllt, also klassisches Bild für Russisch Roulette. Haftbefehl steht noch hier oben, quadratisch das Ganze. Und dann haben wir noch diesen Sticker hier, Haftbefehl Russisch Roulette, das ist ja das Bild vom Cover, ebenfalls quadratisch. Dann kommen wir zum Poster. So sieht das Ganze aus, relativ klein, im Querformat, Haftbefehl Russisch Roulette zu lesen und ja, eine Fotografie, ein Foto von Haft. Einseitig bedruckt, Rückseite ist weiß. Dann haben wir einmal den Schal. Dieser sieht so aus. Also wir haben hier auf der linken Seite wieder eine gefüllte Kammer und in dem Fall 7 leere, also in dem Fall eine größere Trommel. Dann lesen wir hier As Lachs und auf der rechten Seite nochmal das Logo der Aslax. Und auf der Rückseite lesen wir dann nicht Aslax, sondern in dem Fall dann Haftbefehl. Und hier die Kammern diesmal mit den Buchstaben gefüllt, einmal Russisch und einmal Roulette. Die Franzen in weiß. Ich würde jetzt nur noch interessieren, ob wir hier irgendwo einen Hinweis finden zum Material, aber sieht nicht so aus. Nein. Also, der Schal in schwarz-weiß. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch das T-Shirt. Dieses natürlich ebenfalls in schwarz und weiß gehalten. Also, wir haben hier das Logo, das Wappen der Aslax, FFM, OFM, also einmal Frankfurt Main, einmal Offenbach am Main. Aslax sind 2010. Und dann hier noch die 63, das ist ja die Postleitzahl von Offenbach am Main. Backprint haben wir. Und zwar ist das Ganze gehalten wie so ein Fußballtrikot. Wir lesen hier oben Haftbefehl.
Dann die Nummer 10 in so einem 3D-Print und dann darunter Aslax. Sieht gut aus. Und das Ganze ist ein Gildan Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem weißen Wappen mittig auf der Brust. Aslax Sins 2010 6.3 darunter und darüber noch FFM OFM. Gefällt mir richtig gut. Klassisch in schwarz und weiß gehalten, aber rein vom Design her echt gelungen. Kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieser Fanschal, ebenfalls in schwarz und weiß. Dann drei Sticker, zwei davon quadratisch und einer rechteckig. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Die Instrumentals zum Album in einer Papphülle. Und das Album an sich inklusive Remix-Album. Das alles in dieser wunderbaren Box, Russisch Roulette von Haftbefehl. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn die Musik feiert, falls ihr Haftbefehl unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.